Hallo, du hast dir bestimmt bereits die Videos zu den Eigenschaften der Vierecke angeschaut und bist jetzt bereit für eine kleine Wissensüberprüfung. Bevor du mit dem Video loslegst, lege dir bitte einen Zettel und einen Stift bereit, damit du bei den Beispielen gut mitmachen kannst. Legen wir zuerst mit zwei kleinen Quiz los. Pausiere das Video am besten jetzt und trage die Lücken ein. Sobald du fertig bist, kannst du das Video fortsetzen, um deine Antworten zu vergleichen. Ich habe dir hier ein Wortgeländer zu diesem Lückentext eingefügt. Findest du deine eingesetzten Wörter? Hilft es dir bei der Lösung? Pausiere das Video am besten noch einmal, um deine eingesetzten Wörter zu suchen, bevor du dir die Lösung anschaust. Hast du jetzt deine Antworten verglichen? Dann kannst du gleich weiter zum nächsten Quiz. Pausiere auch jetzt noch einmal das Video und kreuze entsprechend wahr oder falsch an. Sobald du fertig bist, kannst du das Video wieder fortsetzen und deine Antworten vergleichen. Hast du deine Antworten verglichen? Schauen wir uns doch die Aussagen einmal genauer an. Die erste Aussage stimmt schon einmal. In jeder Raute sind gegenüberliegende Winkel gleich groß. Schau dir diese Skizze noch einmal an. Hier kannst du erkennen, dass sich in der Raute benachbarte Winkel auf 180 Grad ergänzen und gegenüberliegende Winkel gleich groß sind. Bei der zweiten Aussage stimmt die Flächeninhaltsformel nicht. Der Flächeninhalt des Deltoids wird nämlich mit der Formel a ist gleich e mal f halbe berechnet. Die dritte Aussage ist ebenfalls falsch. Schauen wir uns auch hier nochmal eine Skizze von einem gleichschenkeligen Trapez an. Beim gleichschenkeligen Trapez sind die beiden Seiten b und d gleich lang. Die beiden Seiten a und c liegen parallel zueinander. Das rechtwinkelige Trapez hat genau zwei rechte Winkel und nicht mindestens zwei rechte Winkel. Denn wenn bereits ein rechter Winkel mehr eingezeichnet wird, erhält man sofort ein Rechteck. Die Diagonalen im Parallelogramm stehen nicht normal aufeinander. Wenn du dir noch einmal das Parallelogramm anschaust, siehst du, dass sich die beiden Diagonalen zwar einander halbieren, aber keinen rechten Winkel einschließen. Die nächste Aussage stimmt wieder. Im Quadrat halbieren sich die Diagonalen tatsächlich. Um den Flächeninhalt eines Rechteckes zu berechnen, brauchst du die Formel a ist gleich a mal b. Diese Aussage ist also auch falsch. Und auch die letzte Aussage ist falsch. Hier musstest du ganz genau schauen, denn der Flächeninhalt des Trapezes wird mit der Formel a ist gleich a plus c mal ha halbe berechnet. Hast du nun deine Antworten vergleichen und eventuell ausbessern können? Sehr gut, dann können wir gleich mit den Beispielen loslegen. Bei der Aufgabe 1 sind von einem Deltoid zwei Winkel bekannt. Der Winkel Alpha beträgt 63 Grad und der Winkel Beta beträgt 118 Grad. Deine Aufgabe ist es, die fehlenden Winkel zu berechnen. Hast du schon eine Idee, wie wir das machen können? Dann pausiere das Video und berechne die Lösungen. Wenn du fertig bist, kannst du das Video fortsetzen und mit der Lösung vergleichen. Gehen wir die Lösung Schritt für Schritt durch. Im Deltoid gilt, dass der Winkel Beta gleich groß wie der Winkel Delta ist. Daher wissen wir sofort, dass Delta ebenfalls 118 Grad beträgt. Weiters wissen wir, dass die Winkelsumme im Viereck 360 Grad beträgt. Es gilt also die Gleichung Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta ist gleich 360 Grad. Nachdem uns nur mehr die Größe des Winkels Gamma fehlt, müssen wir die Gleichung so umformen, dass wir Gamma auf einer Seite allein stehen haben. Wir haben nun die Gleichung Gamma ist gleich 360 Grad minus Alpha minus Beta minus Delta. Hier können wir nun die Werte für die Winkel Alpha, Beta und Delta einsetzen und erhalten für Gamma 61 Grad. Bei der Aufgabe 2 haben wir den Umfang eines Rhombus gegeben. Dieser beträgt 144,8 Meter. Gesucht ist die Seitenlänge des Rhombus. Pausiere das Video und rechne es aus. Wenn du fertig bist, kannst du das Video wieder fortsetzen und deine Lösung vergleichen.
Schauen wir uns nun die Lösung Schritt für Schritt an. Die Umfangsformel des Rhombus lautet U ist gleich 4 mal A. Um A zu bekommen, musst du diese Formel umformen, bis A allein auf einer Seite steht. Wir bekommen also für A die Formel A ist gleich U durch 4 oder U Viertel. Jetzt können wir den Wert für U einsetzen und erhalten so für A die Länge 36,2 Meter. Das war's auch schon. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Eigenschaften von Vierecken weiterhelfen. Viel Erfolg noch!